Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und unser wundervolles neues Interview mit Peter Denk. Hallo Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer, schöne Grüße im neuen Jahr aus dem, ja gut, das Bild da hinten ist leider nicht ganz so, das ist vor Weihnachten aufgenommen, da war es wirklich so hier am See, so schön weihnachtlich, aber an Weihnachten war es dann pünktlich wieder alles weg, die weiße Pracht. Okay, sieht aber trotzdem echt richtig toll aus. Peter, lass uns gleich mal einsteigen. Was ich ganz spannend finde, ich verfolge ja auch den Egon. Der hat ja jetzt auch seinen eigenen kleinen Chat, wo er Nachrichten postet. Und wir hatten ja unsere Podiumsdiskussion, über die wir auch gerade gesprochen haben, ne? Also das mediale Gipfeltreffen auf deinem Kongress. Und was ich jetzt nicht so deutlich gesagt habe, aber was ich denke schon rübergekommen ist, ist, dass die Botschaften, die noch zu diesem Zeitpunkt so zum Beispiel bei Egon angekommen sind, von seinen geistigen Helfern und die meine geistigen Helfer mir gegeben haben, waren doch sehr unterschiedlich. In dem Hinblick, dass also ich sehr viel positivere Informationen bekommen habe. Und was ich sehr spannend finde, dass jetzt zum Jahresbeginn der Egon das erste Mal, also zumindest seit ich ihn jetzt so verfolge oder kenne, deutlich, deutlich positiver sich geäußert hat und dass also viel mehr in diese Richtung geht, wie ich es eben auch aus der geistigen Welt bekomme. Und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant und hat mich auch sehr gefreut. Wie siehst du das? Ja, also natürlich ist es so, also die geistige Welt spricht ja erstmal nicht mit einer Stimme. Also das muss man sich ja einfach so vorstellen, da gibt es genauso wie hier sehr unterschiedliche Menschen, andere Wesenheiten und einige von denen kommunizieren mit Menschen hier unten. Ja, das sind häufig sogar auch welche, die vorher mal hier gelebt haben. Die anderen haben nämlich viel weniger Verständnis noch für hier, wie das überhaupt hier unten abläuft. Und da hat natürlich jeder, also das Problem ist natürlich, ganz schwierig wird es beim Channeln, weil da kannst du alle möglichen Leute an der Strippe haben sozusagen und die können dir sozusagen, wie es so schön sagt, auch die Hucke voll lügen, wenn sie wollen. Dann gibt es natürlich noch den Filter von dem Empfänger, das ist auch ein Punkt, ja. Also in Details wird sich das auch immer unterscheiden. Und worauf der Fokus auch gelegt wird. Das heißt, das eine ist da, das andere ist vielleicht auch da, aber wird von demjenigen dann auch nicht so fokussiert. Aber gerade bei dieser Geschichte ist ja was Spezielles passiert. Und da wurde ich ja auch schwer gescholten, weil ich ja meinem vorletzten Denkbrief dann geschrieben habe, einfach nur das geschrieben habe, was ich mitbekommen habe. Aber eben nicht nur vom Egon, er war einer, aber das waren mindestens 4 oder 5 weitere mediale Menschen. Und wie ich jetzt am Wochenende vom Hubert Mörle gehört habe, der ja auch medial ist, dem ging das ganz genauso, dass am 20. Dezember halt diese Menschen früh eine Warnung bekommen haben, dass was Großes jetzt sehr zeitnah anstehen würde. Ja? Und das waren auch mediale Menschen, die sich gegenseitig überhaupt nicht kennen, also völlig andere Gruppen und alle entspannenderweise alle an diesem in der Nacht oder an dem Tag. Ja, also das war schon klar, deswegen habe ich das auch so gebracht. Also das war jetzt nicht, dass einer irgendwas gehört hat, sondern das war ziemlich massiv. Ja, und der Egon hat ja im Endeffekt auch ein bisschen was rauskriegen können. Es wäre geplant gewesen, um Weihnachten rum einen großen Fäustfleck des Westens in Russland zu machen. Ja, worauf Russland dann vermutlich in der ersten Januarwoche scharf reagiert hätte. So. Das stand auf der Zeitlinie. Und dann, und das haben sie aber auch alle erzählt, sowohl der Egon wie auch der Hubert Mörle, und beim einen am 22., beim anderen am 21. spätabends, war das auf einmal weg. Ja? Wie weggeblasen. Ja? Und das habe ich ja dann auch relativ schnell, ich habe ja auch relativ schnell wieder Entwarnung geschrieben. Das wollen die Leute dann wieder nicht sehen. Bevor überhaupt das alles zu Ende war, habe ich gesagt, okay, es gibt eine neue Nachricht. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die mit der geistigen Welt nichts anfangen können, die sagen, das waren alles Ausreden. Das hat der Egon ja auch vorgeworfen bekommen, hat jetzt, wie du richtig sagst, einen eigenen Blog bei Substack. Und da muss man sich übrigens nicht anmelden.
Da gibt immer so ein Fenster, dass man die E-Mail-Adresse eintragen muss, soll, aber da steht auch immer Continue Reading und dann musst du gar nichts eintragen. Also da haben sich auch schon der Leute aufgeregt, aber das muss der Egon jetzt auch erleben, wenn er selbst sowas macht. Es gibt immer irgendwelche Leute, die ständig immer irgendwas zu meckern haben. Ja, sei es drum. Aber er hat das da ja auch schön erklärt. Und das war eigentlich eine tolle Nachricht, weil das hat der Egon ja schon vorher bekommen gehabt, am 25. September, an dem berühmten 25. September, dass die geistige Welt, die lichte Seite, die gute Seite, jetzt hier auch direkt eingreifen wird. Sie wird alles machen. Vorher durfte sie das nicht und hat sich auch dran gehalten. Die Gegenseite hat sich nicht immer so dran gehalten, aber die gehen jetzt auch all in. Und ich bin mir relativ sicher, also dieser False Flag wurde abgesagt. Und dann ist eben, und das war diese Erleichterung, vorher hat er ja auch nicht gesagt, das passiert sicher. Er sagt, du kriegst ja immer noch Wahrscheinlichkeiten. Aber die Leute wollen Wahrscheinlichkeiten nicht hören. Die wollen schwarz oder weiß haben. Und er hatte damals schon gesagt, 80% passiert was in den nächsten Tagen. Ja, aber da sind ja immer noch 20%, wo nichts passieren könnte. Ja, und dann ist diese Wahrscheinlichkeit innerhalb kürzester Zeit runtergefallen von 80% auf 20%, dass was passiert, und hat sich dann völlig verflüchtigt. Ja. Und Hintergrund ist, dass das einfach abgesagt wurde. Warum, von wem und wer da mitgeholfen hat, ist unklar. Aber dadurch, dass natürlich die Provokation erstmal abgesagt wurde, ist natürlich auch die Gegenreaktion, die, glaube ich, ziemlich heftig gewesen wäre. Keine Atomwaffen oder so, aber ich glaube, da hätte es schon einen Karton gekracht. Und das war wahrscheinlich dann doch zu viel des Guten. Das wollte man den Menschen nicht mehr zumuten, diese harte Eskalation. Wäre trotzdem kein Dritter Weltkrieg gekommen, aber das wurde abgesagt. Und dann kam ja auch die Botschaft, und das passt dann immer besser zu deinen Aussagen, die du bekommst. Also man hat jetzt auch beschlossen in der geistigen Welt, also es wird alles zusammenbrechen, das ist völlig klar. Das Finanzsystem und Wirtschaft und alles. Aber dass man es so regeln wird, dass es einigermaßen sanft passiert, dass die Menschen möglichst wenig geschädigt werden. Ja, das ist natürlich für die Ungeduldigen eine ganz schlechte Nachricht. Wir kommen ja gleich nochmal auf das zukünftige Jahr, auf das aktuelle Jahr zu sprechen. Das heißt, die Geduld wird noch etwas mehr herausgefordert. Ja, was aber keinesfalls heißt, dass dieses Jahr nichts passieren wird. Ganz im Gegenteil. Aber diese ganz großen Knallbonbons, ja, die werden wohl so erstmal nicht zugelassen. Ja, und was ich auch interessant finde, ist, wenn wir uns die Natur anschauen, dann findet Entwicklung, findet ja immer in Form von Prozessen statt. Ne? Also da findet ja Entwicklung nicht durch irgendwelche dramatischen Ereignisse statt, sondern es wächst, es entwickelt sich, es entfaltet sich. Und das ist auch der Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Ne? Also dieser Aufwachprozess, der ist ja wirklich sehr, sehr stark, aber der passiert eben stetig. Ne? Also es passiert, wenn wir jetzt ein Jahr zurückblicken, dann ist allein im letzten Jahr unglaublich viel passiert, auch wenn vielleicht nicht so viele dramatische Ereignisse im Außen waren. Aber trotzdem sind sehr, sehr viele Menschen aufgewacht. Und ich glaube, man muss das eher so sich so organisch anschauen. Also das ist jetzt zumindest offensichtlich die Richtung, in die es geht. Das ist völlig klar. Der tiefe Staat versucht natürlich immer wieder, solche Schockerlebnisse zu produzieren. Aber das war auch die ganz klare Aussage eben. Deswegen ist es aber auch so, dass die Gegenseite, das hat man da eigentlich vorgeführt bekommen. Die lichte Seite wird sehr kurzfristig intervenieren, dass der tiefe Staat nicht nochmal wieder drauf reagieren kann. Und dann kann es natürlich sein, dass sich so ein Ereignis erstmal energetisch ankündigt und das kann auch gespürt werden. Und genau das ist passiert. Ja? Und dann wird es gestoppt und dann ist es weg. Dann ist natürlich die Vorhersage falsch gewesen. Deswegen werden sowohl Egon wie auch ich bei solchen Sachen jetzt etwas vorsichtiger sein, zumal wir ja ganz aktuell aus, wir jetzt nicht, aber es kommt ja momentan aus anderer Richtung. Das, ich denke mal, das Video wird wahrscheinlich am Samstag, den 14. wieder erscheinen. Das ist dann genau der Tag, wo jemand eigentlich an den Beginn einer 40-tägigen heftigen Zeit angesagt hat, die jetzt überall, ich werde ständig danach gefragt, ja, ich kann auch den Namen sagen, ist der Professor Töhl oder Tohl, der sich da sehr weit rausgehängt hat, wobei ja auch, muss man mal ganz deutlich sagen, die Leute hören was und
Verstehen wir der Bahnhof oder das Falsche. Er hat auch nicht den Dritten Weltkrieg angekündigt. Hat er nicht gemacht. Hat er nie gemacht. Das muss man ihm einfach mal zugutehalten. Ja? Aber er hat schon einiges angekündigt. Und ich kriege aber momentan aus allen meinen medialen Quellen die Aussage, dass sie jetzt erstmal zumindest Januar, Februar, wahrscheinlich sogar März, zumindest nicht sehen, was unser Leben hier in Deutschland, Österreich, Schweiz massiv irgendwie beeinflussen würde. Da kann politisch viel passieren, da kann woanders auf der Welt was Heftiges passieren, aber unser Leben wird jetzt im ersten Quartal, sehen Sie nichts mehr, dass da jetzt wirklich irgendwas so reinhaut, dass da unseren Alltag jetzt erstmal völlig durcheinander wirbelt. Also das sehen die alle nicht. Ja, wir werden es ja bald wissen, aber das ist momentan offensichtlich, das hätte passieren sollen im Dezember und mit Januar und das ist abgesagt, aber das ist jetzt erstmal bis auf Weiteres abgesagt, wenn ich das so richtig sehe. Da ging es wohl sehr stark wirklich um die Eskalation Westen, NATO gegen Russland. Ja? Ja. Was nicht heißt, dass nicht Russland demnächst aktiv werden wird. Also das deutet sich an, auch wenn man da braucht man gar keine medialen Menschen dazu. Russland hat sich vorbereitet. Ich habe einen Leser, der hat eine russische Veteranin als Frau. Die hat gute Kontakte noch in die russische Armee und in Veteranenvereine und die hat ein bisschen was geschrieben. Also Russland hat sich vorbereitet und wenn man Putin genau zugehört hat und auch Lavrov und wenn man Putin gesehen hat, wie er jetzt am orthodoxen Weihnachten ganz alleine in der Kapelle gebetet hat, sehr ernst, dann ist schon klar, also Putin und Russland wird jetzt einen anderen Gang einschalten, vermutlich in der Ukraine. Was aber im Endeffekt das hoffentlich dann auch beenden wird, weil das ist ja auch für keine Seite doll, wenn sich das nochmal über ein Jahr hinzieht oder so. Ja. Also das könnte anstehen, ja, das könnte durchaus anstehen. Vielleicht passiert das so genau an diesem Datum, was der Professor Töll gesagt hat. Das werden wir ja dann wissen, wenn das Video rauskommt. Ich will es jetzt noch nicht hier am Dienstag, aber ist auch egal. Also momentan sieht es aber nicht so aus, als würde uns das jetzt direkt unmittelbar stark betreffen. Wobei es auch keine Garantie gibt. Also es kann natürlich auch sein, dass jetzt momentan die mediale Welt gezielt im Unklaren gelassen wird. Kann natürlich auch sein. Und der Töll hat erstmal recht. Sei es drum, wir werden es erleben. Richtig. Ja. Ja, und es ist ja, glaube ich, auch das erste Mal so, dass Putin öffentlich von dem Westen als Feinden gesprochen hat. Während er vorher ja immer eher selbst egal, welchen Angriffen er ausgesetzt war, immer noch versucht hat, sehr versöhnlich zu kommunizieren zumindest. Und das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Also da hat sich anscheinend wirklich was getan. Ja, natürlich. Also im Endeffekt, muss man mal ganz deutlich sagen, muss es einfach mal noch umdrehen. Ja? Wenn im Vorgarten von USA, also in Mexiko, die hätten schon vor 5 Jahren einen Krieg angefangen, die USA. Ja, also man muss immer mal einfach sich nur mal das woanders vorstellen, was da los wäre. Und Russland soll alles, also von daher kann man wirklich sagen, und ich denke, das ist auch, Putin hat da auch momentan ein Problem gehabt, weil immer weniger Leute verstanden haben in Russland, warum Russland nicht jetzt doch ein bisschen anders vorgeht. Ja? Und weil man muss eins wissen, also es gibt ja Hintergrundinformationen, die hat Putin, die haben noch ein paar andere hohe russische Politiker, also auch das Thema Konflikt weißer Staat gegen weißer Whiteheads gegen tiefen Staat und so weiter. Aber ein Großteil der Russen und der USA, der russischen Armee, die wissen das ja nicht. Die sehen halt auch nur, sie haben Verluste, sie kämpfen eigentlich, sie dürfen die ganzen schicken Dinger, die sie haben, nicht einsetzen. Die haben ja wirklich mit teilweise Jahrzehnten alten Waffen nur gekämpft. Bis jetzt. Ja, und sind ja auch nicht, das muss man auch sagen, also natürlich werden die westlichen Kommentatoren da aufschreien, aber letztendlich sind sie bis auf die erste Operation in Richtung Kiew, aber seitdem sind sie eigentlich nur auf russischem oder neurussischem Gebiet. Also sprich, neurussisch sind natürlich diese Oblaste, die sich angeschlossen haben, was natürlich hier die nicht anerkennen wollen. Aber das war alles mit sehr angezogener Handbremse, das muss man ganz klar sagen. Was aber natürlich auch dann die eigenen Verluste durchaus gefördert hat. Natürlich haben sie ja dann irgendwann angefangen, auch außerhalb zu bombardieren, aber auch da halt Infrastruktur.
Nicht? Und weniger, also es gibt dann natürlich, das ist halt das Problem beim Krieg, du kannst es nie, das ist, deswegen ist Krieg immer doof, weil du hast immer auch unschuldige Opfer dabei. Das ist, aber sie haben zumindest versucht, was die Amerikaner noch nie getan haben, möglichst die Zivilbevölkerung zu schützen, dass da nicht irgendwie Wohnblöcke oder Wohnhäuser oder sowas betroffen sind. Ja? Gut, aber sei es drum, das Thema wird, wenn wir die längerfristigen Vorhersagen hören, uns noch ein bisschen begleiten, aber vermutlich im Laufe des Jahres dann auch weniger werden. Es kann dann nochmal ein gewisser Höhepunkt im Bereich Sommer geben, aber dann irgendwann ist dieses Thema Konflikt ziemlich durch. Zumindest sieht der Egon das so. Ja. Ja. Und es werden andere Themen kommen, das ist klar. Aber da ist es spannend. Da hängt es doch sehr von der Sichtweise ab, wie du dieses Jahr empfinden wirst. Ja? Also, was definitiv so ist, was sie alle sagen, sei es die Astrologen oder die medialen Menschen, oder, aber da brauche ich die ganzen Vorhersagen nicht. Ich muss mir bloß die Realität anschauen und gucken, wie es weitergehen muss eigentlich, wenn nicht da wirklich die ganz großen Game Changer sofort passieren würden, dass nämlich unser System zusammenbrechen wird. Ja? Und sei es das Finanzsystem, sei es das Wirtschaftssystem, das politische System auch, das kommt aber auch erst etwas später. Und das, was jetzt schon losgegangen ist, das weniger funktioniert, weil das Personal fehlt, die sind alle krank, dann gibt es Materialprobleme, dann gibt es mal wieder ein bisschen was, ein bisschen weniger, die Energiekosten sind ohne Ende hoch, obwohl die Basiskosten voll gesunken sind. Das ist ja auch spannend. Ja, Stromkosten und Gas ist momentan total billig auf den Spotmärkten. Aber was natürlich erstmal nicht an die Kunden weitergegeben wird. Aber es ist ja eh klar, diese ganze Energiekrise wurde gemacht. Und das wird uns aber wohl noch ein bisschen in diesem Jahr weiterverfolgen. Diese Show, das macht ja die dunkle Seite, aber die helle Seite macht da zumindest nichts dagegen, dass diese Energieknappheit uns immer noch weiter postuliert wird und vermutlich so weit hingehen, dass wir dann irgendwann Bewegungseinschränkungen bekommen, vermutlich genau im Bereich Spätfrühling, Sommer, wo die Leute in Urlaub fahren wollen. Das wäre typisch für die Herrschaften im Hintergrund, aber vielleicht, genau das muss auch vielleicht sein, um wieder noch ein paar Leute mal aufzuwecken, die jetzt ja auch wieder glauben, dass ja, alles wieder wie früher wird und ich wieder in Urlaub fahren kann und die Welt in Ordnung ist. Und das ist die ganz klare Aussage. Am Ende dieses Jahres werden nur noch wenige sich einreden können, dass doch alles in Ordnung ist und wie früher ist, weil die alte Welt verschwindet. Und da ist auch genau diese Teilung, wer an der alten Welt hängt, der wird leiden. Der wird, weil das, er sieht alles, was er kannte und was ihm vielleicht auch gefallen hat und worauf er sich verlassen hat, vor allen Dingen worauf er sich verlassen hat, das bricht zusammen. Wahrscheinlich eben nicht mit einem großen Knall, sondern so sukzessive, wie wir das jetzt ja auch schon sehen. Ja, also gerade, ich habe jetzt mit einigen geredet, wir hatten am Wochenende Bachheimer Treffen. Da gibt es Leute, die im Krankenhaus arbeiten, aber es ist auch ganz offiziell. Die Charité hat Notbetrieb. Die Leute sind alle krank. Ja, die sind teilweise nicht schlimm krank. Da reden wir natürlich wieder, über die Gründe haben wir schon oft genug geredet, aber das zeigt sich einfach ganz offen. Ja, deswegen ist da immer weniger möglich. Das betrifft aber nicht nur die Krankenhäuser, das betrifft Industriebetriebe, das betrifft ganz stark die Bahn. Das merkt man momentan, wenn man mit der Bahn fahren will. Die war ja immer noch nicht unbedingt ein Ausbund an Pünktlichkeit in den letzten Jahren, aber momentan geht da teilweise nur wenig. Aber das hat sehr stark damit zu tun, dass die Leute nicht mehr da sind. Die sind dann einfach krank, dass du die Stellwerke nicht mehr besetzen kannst. Da gehört natürlich auch dazu, dass man genügend zu viele Leute abgebaut hat, dass man die Reserven nicht mehr hat, weil es spart ja Geld. Na, das ist ja, wenn Und man. beim Fliegen auch, ne? Dann merkst du es auch. Genau, ja, nicht? Und denkst du, Und das hängt mit den in die zusammen? ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also das ist sicherlich ein Teil. Es ist nicht nur, aber es ist genau das, was Wissenschaftler und was jetzt auch immer klarer wird. Es kommt ja momentan eine Studie nach der anderen raus, die Sachen erklären.
die ja alles nur Verschwörungstheorien waren, ja, auch von hochrangigen Wissenschaftlern, die das gesagt haben, ja, die haben keine Ahnung. Nee, nee. Es wird jetzt immer klarer alles. Und das ist auch ein ganz klares, eine Vorhersage, was von fast allen kommt. In diesem Jahr wird viel Wahrheit nach oben kommen. Und das ist auch schon losgegangen im Dezember. Nicht nur in dem Thema, sondern auch EU-Korruption, in USA die Twitter-Files. Man kann jetzt über den Musk denken, was man will, aber alle paar Tage kommen neue Hämmer raus, was damals alles gemacht wurde bei Twitter. Genau eben Corona-Kritiker zensiert, Trump-Freunde zensiert, alles Biden-freundlich, alles gegen Biden wurde zensiert. Das FBI hat eifrig mitgemacht gegen Trump, ja. Und so kommen alle paar Tage, jede Verschwörungstheorie wird eigentlich da momentan gerade bestätigt. Wird das immer Ja. auf Twitter veröffentlicht? Ja, es wird auf Twitter veröffentlicht. Natürlich die großen Massenmedien hier komplett. Hier hörst du gar nichts, logischerweise. In USA, die Bekannten sträuben sich auch, aber sowas wie Fox News und so bringt das schon. Und Twitter selbst hat natürlich auch eine große Reichweite schon alleine, ja. Jetzt kommen die ersten Dokumente raus, was natürlich für uns völlig logisch ist. Was Twitter betrifft, betrifft natürlich Facebook und Google ganz genauso. Und das kommt jetzt auch langsam nach oben. Ja, was ja hier auch viele Leute auch nicht glauben wollen, dass diese großen Firmen gnadenlos zensieren, wenn du das falsche Thema, wie soll ich sagen, Ja, das merkt man ja schon daran, dass wir eben bestimmte Themen hier ja gar nicht nennen dürfen. Also, genauso ist es. ne? Genauso Also ist es. YouTube Ja. gehört ja auch zu Google, also die müssen Ja. ja, ne? Und ich habe ja selber erlebt, wie viele meiner Videos verschwunden sind und wie viele Strikes wir bekommen haben, ne? Genau. Und wie viele Kanäle, wirklich große, große Kanäle, einfach verschwunden sind, ne? Einfach weggelöscht wurden von YouTube. Das ist, ja. Aber diese Sachen drücken mittlerweile stark nach oben. In Japan gibt es jetzt eine ganz offizielle Untersuchung über die Nebenwirkungen oder die Schäden, die durch diese Injektion eingerichtet wurde. Und in vielen Ländern drückt das immer nach oben. Hier ja auch. Im Dezember ging das ja los. Da hatten wir diese Krankenkassenverbandszahlen von dem Statistiker, wo dann Ach, ja auch übrigens, versucht. ach, ganz, hier, mal ganz kurz, nur am Rande, Ja. ne? Den habe ich tatsächlich persönlich kennengelernt. Und der lebt jetzt auch bei mir ganz um die Ecke. Ah, ja. haben wir uns auf dem Biomarkt getroffen, er hat mich angesprochen, ne? Und er hat gesagt, er ist derjenige, der damals bei Secovita das alles öffentlich gemacht hat. Toller, toller Mann, also sehr, sehr mutig und ist jetzt auch, wurde ja gefeuert und Ja. hatte sich dann gedacht, er macht sich. Ne, er zieht jetzt die Konsequenz, und macht sich jetzt ein schönes Leben in Portugal. Genau, das ist schon War gut, auch toll, ja. ihn mal persönlich kennenzulernen. Ja, schön. Nee, also wie gesagt, aber das spricht ja auch Bände. Man versucht verzweifelt, das irgendwie unter den Teppich zu kehren, teilweise mit hanebüchenen Begründungen, ja. Aber das hält nur noch sehr, sehr begrenzt. Und ich denke, da wird sich dieses Jahr einiges tun. Und ich habe auch so ein bisschen den Verdacht, also es gibt ja einige, die immer glauben, naja, es gibt dann irgendwie den großen Knall und dann müssen die Medien alle die Wahrheit sagen und die Bösen dann verhaftet und das passiert alle weniger Tage. Also ich kenne leider keine Vorhersage, die das irgendwie so sehen würde. Also da muss ich die Leute enttäuschen, die hoffen, dass das jetzt ja bald passiert. Eventuell astrologisch gesehen könnte Richtung Ende des Jahres könnten schon auch etwas größere Gamechanger passieren. Aber das wird eher so laufen, dass die Sachen da mal rauskommen, da mal rauskommen. Ich habe allerdings den starken Verdacht, dass gerade bei diesem C-Thema in den Medien, die gucken ja schon genau. Also es gibt natürlich in den Medien Leute, die wirklich bezahlt sind oder erpressbar sind, die machen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so weiter. Aber es gibt in den Medien ja viele Leute, die einfach so ihre Scheuklappen sich aufgesetzt haben und ganz fest daran glauben wollen, was sie berichten, aber nicht wirklich gesteuert sind, beziehungsweise auch nur aus Opportunismus oder auch aus Angst, den Job zu verlieren, das machen. Aber die haben natürlich sehr genaue Antennen, wie der Wind weht. Und wenn dann zu sehr auf einmal der Wind aus der anderen Richtung weht, so in der Richtung, jetzt decken wir mal ein bisschen auf, was da alles passiert ist, dann kann das sehr schnell kippen. Und auf einmal überschlagen sie sich alle mit Enthüllungen, was damals alles so schrecklich gelaufen ist. Das kann gut passieren. Also es passiert ja teilweise schon, ne? Mit MDR zum Beispiel, oder Focus. Es gab ja so einige Medien, die haben ja schon
aufgedeckt oder selbst in ganz normalen Tageszeitungen stand ganz viel über Nebenwirkungen drin, der Injektion. Also ich habe zum Beispiel die Tageszeitung, die mein Vater liest, da war auf einer Doppelseite, ne? Eine Doppelseite riesig nur über Nebenwirkungen, einer ganz normalen Tageszeitung. Ja, Das heißt, ja. es ist ja schon, das kommt, ist ja schon richtig präsent im Mainstream. Genau. Was noch nicht da ist, ist definitiv das Thema, und das ist leider wirklich explodiert, im Dezember nochmal, das Thema plötzlich und unerwartet. Ja, ich habe das schon länger verfolgt. Also war jetzt schon das ganze Jahr eigentlich erstmal, dass du in Deutschland, das kann man in lokalen Medien dann ja lesen, so im Schnitt 1 bis 2 Unfälle aufgrund medizinischer Notfälle, wie das so schön heißt, passiert sind im Verkehr. Ja, Pro das war schon Tag? viel mehr, als es früher war. Pro Tag? Pro Tag in Deutschland. Ja, also sprich, es hat am Steuer einer einen Herzinfarkt oder zumindest Herzproblem oder Schlaganfall bekommen und ist dann irgendwie in Graben gefahren, im besseren Fall, im schlechteren Fall, natürlich im Gegenverkehr oder so. Ja. Häufig, wenn die Leute tot sind, sind sie dann nicht wegen des Unfalls gestorben, sondern vorher schon. Wie gesagt, das gab es immer, aber natürlich vielleicht 1 bis 2 pro Monat früher. Ja, das hatte sich schon auf 1 bis 2 pro Tag gesteigert, aber jetzt im Dezember gab es eine ganze Reihe von Tagen, wo du pro Tag 5 bis 6 dieser Fälle in Deutschland hattest. Allein, wir reden nur von Deutschland, in anderen Ländern passiert das genauso. Ja. Und auch im Umfeld der Leute merkt man, da ist jetzt offensichtlich die nächste Stufe gezündet worden. Aber das ist, woran sie, wo sie noch nicht rauf wollen. Deswegen musste die Nebenwirkungsgeschichte, hatte ja damals auch der Krankenkassenärztliche Verband zugegeben. Ganz offiziell. Die Todesfallgeschichte, die jetzt rauskam, die haben sie verleugnet. Weil das ist natürlich nochmal ein ganz heftiger Schritt. Und ich merke auch bei vielen Menschen, die ich kenne, da wollen sie noch nicht drüber gehen, dass das wirklich so üble Folgen hat. Momentan ist es noch auf dem, ja, es gibt Nebenwirkungen, die sind ganz schrecklich, aber noch relativ selten. Ja. Und ansonsten die Todesfälle will man noch gar nicht sehen. Dabei sind auch Bestatter und so weiter, oder wenn man einfach nur mal sammelt, da gab es halt dieses plakative Beispiel, in 3 Wochen in der Stadtverwaltung in Stuttgart, 5 Menschen an den Traueranzeigen konnte man sehen, plötzlich verstorben, Alter von 50 bis 59 Jahren. Allein 3 davon im Jugendamt. Ja. Und diese Häufung, das gab es nie. Also sprich, das spricht Bände. Und das ist die wirklich unangenehmste Vorhersage für dieses Jahr. Das wird nicht abflachen, das wird mehr werden. Wobei nach diversen Vorhersagen, die für das letzte Jahr zumindest schon mal ganz gut zugetroffen waren von Peter Bayerl, unter anderem, die richtige Spitze kommt da erst 2024 bei dem Thema. Ach so, weil das ja so, also so perfide konstruiert wurde, das Ganze, dass es erst sehr, sehr viel später wirklich zum Tragen kommt, ne? Genau, ja. Genau, also das ist der traurige Anteil. Da muss man dann wirklich versuchen zu verstehen, welche höheren Gründe es gibt, warum das zugelassen wurde. Und die gute Nachricht ist, also es sieht momentan nichts danach aus. Natürlich gibt es wieder eine neue Übung, die im Oktober stattgefunden hat, von Bill Gates und den üblichen Verdächtigen und aber es sieht momentan eigentlich nicht so aus von den Vorhersagen, dass sie diese Chose nochmal fahren. Was üblicherweise auch nicht gemacht wird. Sie machen die Sachen nicht zweimal. Ja, sondern ich denke, was sie jetzt versuchen werden, ist natürlich, das wurde ja auch von Herrn Schwab direkt angekündigt, schon letztes Jahr. Das eine war der Probelauf und jetzt machen wir mit Klimawandel, wollen wir die Leute jetzt endgültig drangsalieren. Ja, und das hat sich auch angekündigt und das ist auch die Vorhersage. Es wird jetzt versucht werden, in diesem Jahr sehr, sehr viel schnell und gleichzeitig zu implementieren. Ganze Schreckensszenario erstmal, wenn man sich das so anschaut, von wegen digitales Zentralbankgeld, digitale ID, digitaler Impfpass, Social Credit System und 15-Minuten-Städte, was ja Oxford jetzt wirklich live auch schon ausprobieren will, dass du sozusagen gar nicht mehr aus deiner Region beliebig raus und rein kannst. Ja, so, mal gucken, ob die Oxforder das so mitmachen. Aber der Punkt ist einfach,
Das ist für mich eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Weil es ist völlig ausgeschlossen, dass sie das in dieser kurzen Zeit und alles gleichzeitig hinkriegen. Das werden die Leute nicht schlucken. Torschlusspanik. Ja, es ist völlige Torschlusspanik. Das funktioniert so nicht. Du musst die öffentliche Meinung dahin bringen. Und dazu brauche ich Zeit. Und auch früher hat man das immer gemacht, Problem, Reaktion, Lösung. Das heißt, ich schaffe ein Problem und dann lasse ich die Leute schreien, macht was und dann machen sie was. Und zwar genau das, was sie ursprünglich vorhatten. Aber sowas kannst du nicht in 3 Monaten machen. Mhm. Und schon gar nicht, du kannst das nicht alles gleichzeitig machen. Weil dann riechen die Leute den Braten und dann suchen sie sich Umwege. Mhm. Und das ist genau das, sie werden einiges versuchen. Aber es wird Leute geben, die alles mitmachen. Die wird es weiterhin geben, bloß damit sie das Alte irgendwie behalten können. Aber das ist eben die Gegenbewegung, die wohl ab Sommer, also der Egon meinte, so ab Frühjahr kriegen die aufgewachten Menschen, die neue Wege gehen wollen, schon so ein bisschen, fängt der Wind in den Rücken zu blasen an. Mhm. Und im Sommer wird das richtig stark. Mhm. Ja, das heißt, die Leute, die das nicht mitmachen wollen, die neue Wege gehen, die werden aber auch einen richtigen Push kriegen. Natürlich werden wir alle durch dieses Aufbäumen gewisse Einschränkungen bekommen. Soweit wir halt auch noch am alten System hängen. Ja? Da wird es vielleicht dann mal eben Fahrverbote geben. Ja? Die treffen uns dann auch erstmal. Ja? Ja? Aber wie gesagt, das Ganze ist für mich ein ganz deutliches Zeichen, dass das nicht mehr funktionieren kann. Und das war auch ursprünglich für einen viel längeren Zeitpunkt ausgelegt. Sie haben das ja auch ganz offiziell, natürlich weil der Klimawandel angeblich so drängt, sagen sie uns ja, nicht? Haben sie das ja alles viel verkürzt, viel mehr verkürzt. Aber genau das ist eigentlich der Samen zum Scheitern schon angelegt. Ja, also ich denke, was wirklich ein riesen Gamechanger sein wird, ist, wir haben ja weltweit diese 2 Jahre Corona-Wahnsinn, hat ja fast jeder erlebt. Und dann gab es eben diese intensiven Auseinandersetzungen zwischen den Corona-Gläubigern, Corona-Jüngern und also Mainstream und die ganzen Menschen, die halt an das System glauben. Und so Leute wie wir, die halt wirklich vor diesen ganzen Dingen sehr intensiv gewarnt haben und aufgeklärt haben. Ne? Und die Aufklärer, die wurden halt als Querdenker, als Querulanten, als Verschwörungstheoretiker, Aluhüte und so weiter, ne, in sehr, sehr schlechtes Licht gesetzt, wurden diffamiert. Aber das Interessante ist, durch diese Situation, also was jetzt passiert, dass eben auch sehr, ganz, ganz viele Menschen, die das alles mitgemacht haben, jetzt nach und nach verstehen, wie falsch das war. Ne, das heißt, jetzt sind dadurch passiert Folgendes, dass eben die sogenannten Verschwörungstheoretiker jetzt auf einmal ganz anders angesehen werden, weil ich jetzt auch öfters von Leuten die Info bekommen habe, du hattest ja doch recht. Ne? Mhm. Und alleine das gibt so einen großen Wandel im Bewusstsein, dass also ganz viele Menschen, also zumindest die Menschen, die nicht komplett gehirngewaschen sind, also die selber noch denken, ja, die noch ein gewisses Quäntchen an Offenheit haben, die werden sich wirklich jetzt die Frage stellen, was ist da dran, dass die das schon wussten, dass da solche Dinge passieren werden, dass das, was wirklich dahinter steckt, ne, mit den Injektionen, mit diesen ganzen Lockdowns und so weiter. Das heißt, alleine das wird so ein riesiges, Stück für Stück, ne, wird ein riesiges Umdenken bewirken. Und dadurch wird das ganze System noch mehr in Frage gestellt werden, auch von Menschen, die noch so, die gerade so halb noch im Mainstream sind, aber schon dabei sind, sich zu öffnen für neue Wahrheiten. Genau, richtig. Ich bin mir auch relativ sicher, dass genau diese Geschichte am Ende das System auch zur Explosion bringen werden, weil die Menschen dann einfach der Politik und auch dem System nicht mehr vertrauen. Dann ist dieses Vertrauen weg. Und das baut auch Vertrauen auf. Ja? Mhm. Das ist ein Prozess, der vielleicht auch länger gedauert hat, als sich das manch einer gedacht hatte von gewissen Planern. Ja, das ist, ich denke, da haben sich einige die Haare gerauft auf beiden Seiten. Mhm. Aber daran sieht man auch, wie wichtig wir eigentlich selbst sind. Ja, also, dass wir ganz stark dann doch bestimmen, was passieren kann und was nicht passieren kann. Ja? Und aber jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, und also ich habe schon den Eindruck, ich bin überzeugt davon, die Whiteheads, die gibt es und die haben auch was Gutes vor. Allerdings, so richtig in die Pötte sind sie eben auch nicht gekommen.
Deswegen durfte vermutlich dann ab September dann auch die geistige Welt was tun. Und da haben auch sehr unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Botschaften, die aber einen gemeinsamen Nenner haben. Es kommt jetzt aus dieser Ecke erstaunliche Unterstützung und Hilfe. Sei es hier im deutschsprachigen Raum von den Ahnen oder wie der Michael das sagt. Also da kommen jetzt geistige Kräfte, die jetzt mithelfen. Ja, aber auch scheinbar, das hat nicht nur der Egon Fischer bekommen, sondern auch die Anna Selma vom Zweiten Blick, scheinbar auch eine sehr hohe. Ja, ob das noch Aliens sind, ob das der richtige Begriff ist, also eine sehr hohe Wesensgruppe, weil er hat so gesagt, der Egon Fischer, wenn wir als Menschheit jetzt so mal die Babys sind, dann sind viele Außerirdische, die man so kennt, das ist so Volksschule, Grundschule, ja. Und die Gruppe, die jetzt gekommen ist, die ist im Verhältnis dazu Nobelpreisträger. Also sprich, das sind Wesen, die sehr, sehr, sehr weit und hoch entwickelt sind, die jetzt auch an bestimmten Stellen eingreifen. Und da sieht man schon, also dieses Spiel, dieses alte Spiel geht jetzt auch zu Ende demnächst. Das heißt nicht gleich morgen oder in 2 Wochen, sondern aber wir sind jetzt in dem Bereich, wo jetzt die Dinge einfach Fahrt aufnehmen. Ja, und deswegen die Ungeduldigen kann ich beruhigen. Wir müssen nicht mehr 20 Jahre warten. Davon bin ich überzeugt. Ja. Und viele sagen ja auch, dieses Jahr ist ein Wendejahr. Das bezieht sich, glaube ich, erstmal ganz stark weniger noch auf das politische System. Ich befürchte, wir haben diese Nasen oder zumindest ähnliche Nasen, wahrscheinlich Ende des Jahres erstmal noch. Vielleicht passiert ja schon da schon was, auch die EU, aber auch die EU ist momentan auf einem ziemlichen Bröckelpfad durch diese Korruptionsgeschichten. Ungarn hat eigentlich keine richtige Lust mehr. Und diese ganzen Sachen fangen gerade an zu zerbröckeln. Und wie du schon sagst, wenn die Menschen verstanden haben, was ihnen von 2020 bis jetzt angetan wurde mit dieser ganzen Geschichte, wo ja auch immer klarer wird, das ist in den USA durch die Twitter-Files auch schon rausgekommen, dass diese ganze Krankheit natürlich gemacht wurde und nicht etwa irgendwie ausgebrochen ist und keiner wusste woher. Das ist alles schon nachgewiesen. Und das wird immer mehr nach oben drücken. Und dann wird es immer klarer werden, dass das ein Anschlag, ein Krieg gegen die Menschen war. Das werden immer mehr Menschen verstehen. Und dann ist natürlich das System am Ende. Was auch sehr interessant ist, ne, Musk hat ja auch die Information veröffentlicht, dass die ganzen Superreichen, ne, wie Bill Gates und so weiter, dass die sich ja getroffen haben, um gemeinsam zu überlegen, was sie tun können, um die Weltbevölkerung radikal zu dezimieren. Also auch selbst diese Information hat er schon in die Öffentlichkeit gebracht. Das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend, also dass jemand, also der reichste Mensch der Welt, ne, also dass der seine Möglichkeiten nutzt, um praktisch eine der größten Medien zu kapern und damit dann wirklich das Bewusstsein ja auch extrem, zumindest in Amerika, also auch extrem zu verändern. Ja, Und also das ist speziell. spannend. Ja, also das ist spannend. Jetzt ist eh die Frage, das kannst du eh nicht so genau sagen, ist der jetzige Musk noch der alte Musk oder man muss den Leuten auch zugestehen, dass sie sich vielleicht der anderen Seite zugewendet haben. Zumindest kann man bei Herrn Musk eine deutliche Wendung im letzten Jahr erkennen. Ja, und er ist jetzt ja auch Q-Fan geworden, nicht? Ist er, ja, ist es so? Ja, er hat auch einige Hinweise so gegeben, also mit Grußformeln und so weiter, die eigentlich im Q-Umfeld passieren. Aber auch für die ganz großen Q-Skeptiker muss ich natürlich auch sagen, es gab ja auch wieder einen sensationellen Treffer. Ja, wir haben jetzt ja wieder eine McCarthy-Ära in USA. Viele werden das ja mitbekommen haben, diese ewige Geschichte da im Repräsentantenhaus, bis nach dem 15. Wahlgang dann endlich der McCarthy, der ja eigentlich ist zwar ein Republikaner, aber man nennt ihn ja Reno, also nur dem Namen nach, gewählt wurde. Allerdings hat er jetzt also so viele Auflagen, also eigentlich muss er vollständig in der Hand von Trump und Konsorten sein. Von daher geht das schon in die richtige Richtung. Aber das Spannende ist, das ist ja am 7. Januar, ist er ja dann im 15. Wahlgang endlich gewählt worden. Und genau am 7. Januar 2018, also 5 Jahre vorher, gab es einen Post von Q, wo er geschrieben hat, Election oder ich müsste jetzt gucken, good 15. 15. Also die 15 vom 15. Wahlgang und das Datum haben exakt gepasst.
Und von daher, wenn das jetzt einmal einziges Mal passiert wäre bei Q, kann man immer sagen, es ist Zufall. Aber genau diese Treffer, dass eine exakt gerade Anzahl von Jahren später, genau an dem Tag, dann was passiert, was mit anderen Details Jahre vorher bei ihm so gezeigt wurde, zeigt, das ist kein kompletter Quatsch. Ja, das ist, wie das auch von, es ist eine Psyop von den Guten, aber daran sieht man halt auch, also entweder haben die sehr, sehr gute Hellseher, glaube ich nicht. Die Alternative ist, it's a show. Also sprich, diese 15 Wahlgänge, das war eine Show. Das mussten 15 sein. Ja, daran kann man es erkennen. Ja? Oder es war sowas wie, dass die, wenn man, ne, wenn man von der These ausgeht, dass die lineare Zeit nicht existiert, dass die eben schon, oder dass Q halt genau weiß, was in der Zukunft passiert, wäre ja auch noch eine Option. Kann natürlich auch sein. Es gibt natürlich Möglichkeiten technischer Natur in schwarzen Projekten, die sind weit weg von dem, was der Normalmensch glauben würde. Das sieht man eher in Science-Fiction-Filmen. Das kann natürlich auch sein. Wobei das Problem ist, mit in die Zukunft schauen, ist immer, das ist völlig egal, ob ich das als Hellseher mache oder ob ich das mit Remote Viewing mache oder was ja in, auch ein Hellsehen ist oder ob ich das mit einer Maschine mache, die es gibt, die in die Zukunft schauen können. Thema Looking Glass. Du weißt immer nie genau, welche Zeitlinie du da anschaust. Du musst diese Zeitlinie dann auch erstmal in Existenz bringen. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja? Aber sei es drum, das sollte man jetzt auch nicht zu hoch heben. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich glaube, die Whiteheads haben auch nicht ganz das geschafft, was sie sollten. Ich habe aber auch den starken Eindruck, dass die Whiteheads sehr, sehr USA-orientiert sind, weil halt viele im US-Militär dabei sind. Und ich kenne die Amerikaner noch aus meiner Zeit, aus einer amerikanischen Firma, die sind auch schon sehr USA-orientiert. Sozusagen, was da ist, ist wichtig und der Rest der Welt ist eigentlich egal. Und den Eindruck habe ich momentan auch ein bisschen. Die versuchen jetzt immer noch, das so hinzukriegen, dass das in den USA alles gut läuft und da die Leute mitgenommen werden. Aber dass hier in Europa ein fetter Krieg ist, das interessiert die Whiteheads eben auch nicht. Ja, also da, deswegen denke ich momentan, dürfte jetzt auch die geistige Welt einen Gang zulegen, damit, weil es geht nicht nur um die USA. Ja, und der Egon Fischer hat im Endeffekt auch die Botschaft bekommen, die USA haben jetzt 9 Monate Zeit, also bis September, ihre Politik grundlegend umzustellen. Wenn sie das nicht machen, warum auch immer, also die beiden schon immer noch weiterläuft, dann wird das für die USA ganz üble Folgen haben. Ja, also wir hoffen mal das Beste. Aber man darf auch nicht immer nur auf die USA schauen. Das muss man auch lernen, weil es ist schon jetzt nicht mehr der Nabel der Welt. Der bildet sich gerade neu, auch rein wirtschaftlich gesehen. Ja, da wird natürlich versucht, wir hatten jetzt ja auch noch am Rande in Brasilien diese Geschichte, da hatte ich ja das absolute Déjà-vu. Also wie ist denn das eigentlich ausgegangen? Naja, gut, da ist nominell der Unbeliebtere. Übrigens schon im Knast gesessen und dreimal, glaube ich, verurteilte Präsident Lula hat gewonnen. Der beliebte Bolsonaro hat verloren. Die Wahl, wenn man sich die Kurven angeschaut hat, das hat dann so an Biden erinnert. Ja, also die Brasilianer sind auch nicht blöd, die haben das auch erkannt. Die sind dann wirklich auf die Straße gegangen und haben da zu Millionen protestiert, hat aber alles nichts geholfen. Ja, und das Militär ist leider teilweise, wie sie gehofft haben, eben nicht auf der richtigen Seite. Die haben also erstmal nicht das verhindert. Der Bolsonaro ist dann erstmal nach Florida geflogen und der andere ist vereidigt worden. So. Und dann ist das Parlament gestürmt worden. Und da hatte ich eben dieses Déjà-vu. Weil dasselbe hatten wir nämlich ja in den USA. Und dasselbe hatten wir ja nicht nach einer Wahl, aber da wollte man ja die bösen Reichsbürger in Anführungsstrichen, also die vielen Menschen, die damals demonstrieren wollten, diskreditieren mit dem Sturm auf den Reichstag. Also schon Nummer 3, immer dasselbe Schema. Wenn man genauer schaut, gibt es Polizisten, die alle Tore aufmachen. Ja, es gibt, sagen wir mal, glaube ich, verkleidete Gegner, die dann da reinmarschieren. Und dann wird das genutzt, um dann eben voll gegen diese Oppositionellen vorzugehen. Das passiert gerade, da wurden dann ganze Dutzende von Bussen standen da, wo die Leute, die Verhafteten reingesetzt wurden. Das waren natürlich alles nicht die, die gestürmt haben. Immer dasselbe Schema erstmal. Ja. Mal gucken, wie gesagt, die Brasilianer sind aber, glaube ich, da, also so schnell kriegst du die, glaube ich, nicht klein. Bin ich mal gespannt. Ja.
Na, aber es ist genau dasselbe Schema wieder. Also es ist immer dasselbe Schema, ja. Und vielleicht muss es auch sein, dass die Menschen endlich mal erkennen. Ich denke, die Brasilianer haben es erkannt. Also da muss man mal sehen, wie das weitergeht da in Brasilien. Ja, da ist jetzt auch bei der Rolle des Militärs noch ein bisschen unklar. Haben sie jetzt die Polizei aufgehalten oder nicht? Aber das ist auch nichts, was jetzt, glaube ich, ganz schnell gehen wird. Ja. Aber es ist, man sieht, es ist Musik drin, also auch immer mehr Menschen in der Welt, nicht nur hier, auch in Südamerika, in Israel passiert einiges, machen auf und wollen das, dieses Spiel so nicht mehr mitmachen. Ne? Und das ist genau dieser Trend, der dieses Jahr ganz stark noch mehr in den Vordergrund treten wird. Ja, und hoffentlich nicht, aber dafür wird dann eventuell von diesen ganz hohen Wesen gesorgt, eben nicht in Form von Bürgerkrieg und Revolution. Das soll nicht sein. Ja. Ja. Ja, schön. Also dann freuen wir uns auf ein sanftes Aufwachen in 2023. Also Diejenigen, es die wird noch nicht genug passieren. aufgewacht Wir sind. werden mehr als Genau. genug Themen haben in unseren Gesprächen. Genau. Da bin Ja. ich aber sowas von Ja, auf sicher. jeden Fall. Also wir sind mittendrin in der größten Wendezeit, seit wir auf der Erde sind und dürfen das jetzt hautnah alles live miterleben. Ist doch toll. Auf jeden Ja. Fall, ja. Gut, lieber Peter, vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne und ja, wir sehen uns ja bald wieder und dann Genau. mal gucken, was wir dann wieder alles zu besprechen Richtig, haben. Sind wir richtig. wieder auf jeden Fall einen ganzen Schritt weiter, bin ich mir ganz sicher. Genau. Ihr Lieben, vielen Dank für eure wunderbare Unterstützung. Wir lesen natürlich all eure Kommentare und das sind wirklich sehr, sehr viele und werden immer mehr. Und teilt gerne diesen Beitrag, teilt gerne diesen Kanal. Und vergesst nicht, ihn zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und jetzt, ja, ganz, ganz liebe Grüße und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.